Hallo, ich bin Patrick. Ich weiß doch genau, weswegen ihr hier seid. Kommt mal her, aber pst. Nicht so schüchtern. Kommt. Ich habe ja die neueste, heißeste Ware auf dem Markt für euch. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Straße. Für jeden Geschmack was dabei. Aber Spaß beiseite. Ich bin Sensorentwickler bei ServerEye und ich kümmere mich vor allem um die vielen kleinen Sensoren, die so tolle Dinge überwachen können, wie Drucker, Festplatten, Exchange-Server, ob die Mails noch gehen, das Antivirus-Produkt. Und das ist mein Team. Was denkt ihr, wie so ein Tag in der Sensorentwicklung eigentlich aussieht? Nein, so nicht. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie mein Team arbeitet. Ich habe die Lizenz zum Sensor korrigieren. Hallo, mein Name ist Andy und ich bin in der Sensorentwicklung tätig. Dabei arbeite ich auch mit unserem Helpdesk zusammen, damit Fehler, die auftreten, schnellstmöglich beseitigt werden. Hi, ich bin Patrick. Ich bin auch bekannt als Minimi von Patrick Schmidt. Meine Aufgaben sind die Feature-Wünsche sowie die Sensorverbesserung und die Implementierung neuer Sensoren. Zudem haben wir auch die Sensoren 1000-mal geprüft. 1, 2, 3, 4, 1000-mal geprüft und 1000-mal ist nichts passiert. Und nun? Moment, warum sieht man mich nicht? Bei der Macht von Grayskull, ich habe auf der Grube geschafft. Spaß beiseite. Neben den Sensoren kümmere ich mich auch noch um das Produktmanagement bei ServerEye und ich bin sehr froh, dass ich die liebe Fabienne als Assistentin zur Seite stehen habe. Wobei, sind wir mal ehrlich, eigentlich ist die Fabienne die wahre Produktmanagerin, aber pst. Wir gehen mal lieber zur Fabienne und klären das. Kein Problem, ist für mich unlösbar. Deswegen nennt man mich auch FBI. Hi, mein Name ist Fabienne und mein Aufgabenbereich als Assistentin im Produktmanagement ist sehr vielfältig. Hier stellt alles rund um die Featureplanung einen großen Part dar. Doch auch die Organisation der Alpha- und Beta-Phasen, die Organisation in der Entwicklung und auch das Produktmarketing gehören dazu. Mit Patrick tausche ich mich wöchentlich darüber aus, wie der aktuelle Stand zu Feature-Wünschen, Roadmap-Punkten und Herstellerkooperationen ist und welche To-Dos anstehen. So, das war mein kleines, aber feines Team, mit dem wir sehr viel Spaß haben und auch vor allem mit unseren Kunden tolle Dinge zusammen erreichen. Und wenn auch ihr hoch hinaus wollt, dann schaut doch einfach mal beim Karriereportal vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns. 3, 4. Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg und stell dich der Gefahr. Sorry, ich schnaufe falsch.